Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Pixelmon Battle League. Ja, ich bin wieder da. Werden wir mal gucken, was jetzt hier alles passiert. Manus ist angeblich auf dem Server. Also Mac Manus. Der Maggie. Sind wir mal gespannt, was der Maggie hier alles so macht. Der ist aber auf dem Server fälschlicherweise quasi. Denn eigentlich darf er gar nicht auf dem Server sein. Der lungert hier trotzdem rum. Wieso ist das hier nicht sortiert und wieso ist hier meine Musik jetzt aus? Passt. Naja. Ich hoffe, es ist nicht Nacht. Ah ne, warte mal. Kann uns ja eh nichts passieren hier im Pokémon Land. Wir suchen Voltilam, beziehungsweise ein Elektro-Pokémon. Das wäre so mein nächster Schritt eigentlich. Wir können uns noch mal ein paar Pokébälle mehr machen. Das machen wir noch mal schnell. Envil und Hammer haben wir noch dabei. Sicher ist sicher, Leute. 1, 2, 3. Dann kriegen wir nochmal 5 Pokébälle raus. Sollte ganz okay sein. Manus darf sich hier eigentlich gar nicht rumtreiben. Er hat nämlich seine Folge schon lange beendet. Tut es aber trotzdem. Das ist ein bisschen komisch, komisch. Aber was soll's? Das schmeißen wir mal raus. Das schmeißen wir mal raus. Das. Seeds können wir noch gebrauchen. Das nochmal weg. Gravel brauchen wir nicht. Dirt immer gut. Ja. So. Die haben wir schon mal. Ah ne, fuck. So war das hier. Und so. So, dann fangen wir jetzt das große Kloppen an. Nochmal. So, jetzt machen wir das nochmal schnell. Und dann müssen wir uns ein Voltilam suchen. Igelava ist natürlich nicht so stark, wie man sich das eigentlich erhoffen würde. Heute gab es im Übrigen. Gab es das? Ne, es kann auch sein, dass es. Ne, kam heute. Heute schaut mal bei Grants vorbei. Der hat gegen Dracul gekämpft. Und dann schaut ihr auch mal bei Dracul vorbei. Die haben es auf jeden Fall verdient. So, und wir müssen jetzt halt gucken, dass wir nochmal Pokébälle machen. Finde ich halt relativ wichtig, wenn wir auf Jagd gehen. Und zwar Voltilam, wie gesagt, weil ich habe gesehen, dass es Voltilam gibt. Und ich mag Voltilams. Der Eisenhammer nutze ich ganz schön schnell ab. Na gut, auch immerhin 10 Pokébälle gecraftet. Mir wurde dann nochmal in die Kommentare geschrieben. Übrigens, danke für die ganzen Kommentare. Und für die ganzen Likes immer auf den Pixelmon-Folgen. Ich freue mich darüber immer, dass das Spiel auch so gut bei euch ankommt. Ist einfach der Hammer mit euch. So. Ne, warte mal. Ach ne, wir brauchen gebrannten Stein, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So, Latz. Ja, bis dahin können wir jetzt mal nichts machen. Warten wir nochmal schnell. Sollte eigentlich so durchbrennen. Wenn das brät, können wir einmal nochmal rauslucken. Hier gibt es ja nochmal einen Carbador oder so. Magikarp. Ne, Sea King wollen wir nicht. Magikarp. Magikarp. Hier sind die ganzen Magikarps. Ein Level 18 Magikarp ist natürlich jetzt nicht so das, was ich will. Hier, das Level 10er ist ganz gut. Tackle. So. Jetzt haben wir halt und Igelava nochmal kurz trainiert. Sollte jetzt auch passen. Gerade jetzt, wo wir uns die Pokébälle nochmal craften können, glaube ich. Genau, alles gut. Stone rein, Buttons raus. Zack, zack, zack. Pokebälle. Bum, bum. Dann nehmen wir nochmal mit die Crafting Bench. Den Ofen sicher jetzt aber auch. Oder die Öfen. Ach Mist, wir haben noch rohen Fisch. Egal, den können wir dann immer noch machen. So.
in den Graslanden sollen hier Voltilemma rumlaufen. Girafari wäre natürlich auch nicht schlecht, aber wir brauchen halt ein Elektro-Pokémon. Sicherheitshalber. Warum ich die ganzen Aprikorns mitnehme, weiß ich nicht. Boah, dass es auch Nacht sein muss, ey. Geht mir so ein bisschen gegen den Strich. Aber gut, kannst du nichts machen. Kannst du nur hoffen, dass es gleich wieder Tag wird. Soll ja angeblich auch andere Pokémon finden. Ob wir da ein Elektro-Pokémon finden in der Nacht, bleibt abzuwarten. Erstmal finden wir gar keine. Was soll der Müll eigentlich? Nochmal ein Girafarig. Endlich geht die Sonne. Nee, Sonne geht auch nicht auf. Falscher Alarm. Fukanos. Aua. Ein Vulpix. Wir haben ja schon ein Feuer-Pokémon, sonst wäre ein Vulpix auf jeden Fall ganz nett gewesen. Elektro-Pokémon sollen auch im Sand leben, habe ich gehört. Da ist nur ein kleiner Stein, gegen das haben wir nicht so wirklich viele Schnitte. Da ist Lava. Goldeen, Goldeen. Magikarp. Welches Level ist das Magikarp? Goldeen, Goldeen. Ja, dann kämpfen wir halt gegen das Vieh hier. Ich weiß gar nicht, was das war. Goldeen, Goldeen. Level 9 Magikarp. Goldeen 21 Magikarp. Bringt uns ja nichts. Jetzt scheint die Sonne auch noch so beschissen hier rein. Da kriegst du gerade ein bisschen viel. Geh endlich unter. Dick da. Magnine, glaube ich, heißt das. Ist aber auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ein Elektro-Pokémon. Ein Sandame. Ich hätte ja auch gerne letztens das Tragosso gerne gefangen. Oh, es ist doch alles nicht wahr. Und jetzt scheint die Sonne halt auch wieder so beschissen hier rein. Ich drehe am Rad, Leute. Aber zum Glück joint gerade kein anderer dem Server. Die ganzen Dickdas. Weiß nicht, wie smart das ist, einen Dickda zu haben. Ist halt wahrscheinlich genauso smart wie ein Tragosso, ne? Trio. Dick-Tri. Ach, da ist auch die Wand. Jetzt sind wir hinter dem Poké-Center schon. Ich möchte doch nur ein Elektro-Pokémon. Warten wir, bis die Sonne aufgeht, damit die hier alle spawnen. Das ist auch beschiss, ne? Das ist die Hälfte der Folge, ey. Nur warten auf die Sonne. Was ist jetzt gerade passiert? Okay. Please try again later. Was soll das? Mach mal schnell einen Screenshot, das seht ihr gerade gar nicht. Ja, machen wir kurz einen Cut, ne? Ich mach die Dings mache ich dann später, ne? Also, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Nephias ist jetzt gejoint. Es ist Tag. Da drüben ist ein Onyx. Und, was wir eigentlich machen wollten, war ja was zu essen. Uns erstmal was snacken. Und, ein Onyx wäre natürlich auch nicht schlecht. Welches Level ist das denn? Wird einem auch nirgends angezeigt, ne? Wo ist überhaupt die Hitbox? Weiß keiner.
So. Elektro-Pokémon, Leute. Oder was bist du? Vogel. Dann sind Nidorans und so weiter und so fort. Scheiß Vogel, kenne ich gar nicht. Ist irgendwie 6. Generation oder so? 5., glaube ich. Ne, müsste 6. sein, weil die 6. kenne ich, glaube ich, nicht. Komm, können wir hier so einen Aron fertig machen, sonst Jalonio. Mit Igelava soll das funktionieren. Ist geflüchtet, ja, geile Scheiße. Dann mach du das mal fertig. Igelava. Battle begins. Ja, it's super effective. Super Sache auf jeden Fall. So eine Scheiße, du. Jetzt muss ich aufladen und Leafy ist unterwegs, da unten steht McManus. Hoffen wir, dass Leafy nicht hier ist. Leafy hat sich gerade sein zweites Pokémon gefangen. Aber noch keins gefangen. Und es wird auch leider kein Rihorn. Es wird auch kein Magikarp. Es soll einfach ein Elektro-Pokémon werden und ich finde einfach keins. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind hier natürlich auch echt auf einer scheiß Dings für Elektro-Pokémon. Da drüben ist wahrscheinlich wieder die fucking World Border. Nee, doch nicht. Ja, dann doch ins Grasland. Hallo? Ich möchte ein Elektro-Pokémon sein. Beziehungsweise ein Elektro-Pokémon haben. Okay, jetzt habe ich auch nichts zu fressen. Was ist das denn? Ach, ein Kangama. Kagama, glaube ich, heißt es, ne? Bist du nicht ein Elektro-Pokémon? Oh, es brennt. Jetzt vorsichtig sein. Okay, es brennt. Und jetzt vorsichtig ein Pokéball. Und die Daumen drücken, weil wenn es brennt, ist es gleich tot. Yes! Boah! Boah! Das war knapp. Jetzt zum scheiß Pokémon Center. Hey. Gehen wir mal lieber hier einen rohen Fisch. Beziehungsweise... Brennen ist das noch schnell. Ne, warte mal. Machen das hier rein. Und hoffen, dass Leafy uns nicht sieht. Wenn die Nase uns nämlich sieht, dann sehe ich da schwarz für uns. Den schon mal abbauen. Okay, gut. Dann haben wir unser zweites Pokémon. Igelava ist natürlich paralysiert. Wie soll das anders sein? Ich muss gleich die Folge beenden. Ich werde natürlich noch versuchen, den Fisch hier fertig zu braten und dann reiten wir los. Da haben wir noch einen Shinx geholt, was scheinbar ein Elektro-Pokémon ist. Wenn wir das noch hochleveln, haben wir auch Chancen gegen ein Wasser-Pokémon. Ich würde den Server jetzt erstmal verlassen und werde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Pixelmon Battle League. Ich freue mich drauf, ich muss jetzt zum Pokécenter und dann haben wir Chancen auch gegen Wasser-Pokémon, weil ich glaube, es hat nämlich Elektroattacken. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schreibt es in die Kommentare.
Und dann bis zum nächsten Mal, euer Guru bei. Ciao.